Die Moderatorin der IFA Opening Gala in Berlin ist in diesem Jahr keine geringere als Judith Rakers. Als Nachrichtensprecherin und Talkshow-Gastgeberin informiert und verzaubert sie gleichermaßen. Ihr Look makellos, die jeweilige Präsentation perfekt. Und tatsächlich, beruflich duldet sie keine Fehler. Ich bin schon auch so ein bisschen perfektionistisch und ärgere mich manchmal auch darüber, über diesen Perfektionismus, weil ich glaube ich, mir einige Stunden Arbeit auch ersparen würde, wenn ich schneller mal sagen würde, es reicht jetzt. Es muss jetzt nicht auch noch der Text gelesen werden und das noch abgearbeitet werden. Bei der Arbeit muss also alles stimmen. Privat hingegen sieht das schon ganz anders aus. Ja, ich habe natürlich so meine Fluchten, ne? Also ich bin im Privatleben relativ unpünktlich und wenn ich mal Freizeit habe, bin ich relativ faul. Und nicht nur das. Judith Rakers geht mit ihren Schwächen ihrer Umwelt sogar mitunter auf den Keks. Die Unpünktlichkeit im Privaten, würde ich schon sagen, nervt meinen Mann, nervt auch manchmal meine Freunde. Und ansonsten bin ich auch leider sehr undiszipliniert im Privaten, was Sport angeht, gesunde Ernährung. Also da gibt es Ausreißer bei mir. Ja, es ist auch ansteckend, ja. Ich gehöre jedenfalls nicht zu den Freundinnen, die sagen, komm, lass uns mal joggen gehen. Ich glaube, den Satz hat eine Freundin von mir noch nie gehört. Was für eine entspannte Einstellung in Sachen Freizeitgestaltung. Judith Rakers hätte man doch gern zur Freundin.